Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3. Ja, wir haben in der letzten Folge, glaube ich, hier die Arena-Kämpfe noch ganz zum Schluss gemacht. Tja. Und deswegen würde ich gerne erstmal noch von dir wissen... Wer hat hier in der Stadt das Sagen? Umbrak ist unser Anführer. Aber ich weiß nicht, ob er Zeit für dich hat. Er ist immer sehr beschäftigt. Vielleicht redest du erstmal mit dem Schamanen der Stadt. Sein Name ist Grompel. Er ist die rechte Hand von Kriegsherr Umbrak. Verstehe. Okay, also Grompel reden, Umbrak nicht reden. Mach hier keinen Ärger, klar? Ja, ja. Lass mal gucken, kann die Performance... Ja, ja, läuft hoffentlich alles besser. Wir Orks werden euch alle töten. Verstehe. Das ist ja toll. Ja, ja, tötet ihr uns alle, Mann. Ja, ist alles okay. Ich nehme das ganz easy, ist ja alles klar. Wer hat hier das Sagen? Umbrak, er ist hier der Herr. Wo finde ich deinen Herrn? Umbrak ist im großen Haus. Was gibt es über deinen Herrn zu wissen? Geh zu Schamane Grompel, er kann es dir sagen. Du bist nicht gerade eine Leuchte, oder? Du brauchst Fackeln, oder? Schon gut. Ja, schlimmer als ich zu meinen besten Zeiten. Ständig alles rum erzählt, darf sich nicht wundern. Ganz genau, Frau. Hallo, einfacher Söldner. So, wir chillen jetzt erstmal in diesen Raum hinein. Yo, yo, was geht ab? Ah, hier steht ein Buchständer. Hier steht was über Alchemie. Ah, ja, immer gerne. Hi, Grompel. Was geht ab? Da der allerdings wahrscheinlich ziemlich lange mit uns reden will, schauen wir uns erstmal hier nochmal am Schleifsteiner um. Ach ja, wir haben sowieso schon alles geschliffen und alles toll und wunderbar und sowas gemacht und wir bräuchten erst irgendwann mal was Besonderes. Lass dir bloß nicht einfallen, hier zu klauen, klar? Sagt wer? Tut mir leid, ich bin etwas nervös. Was macht ein Kerl wie du in diesem Drecksnest? Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Was ist deine Aufgabe in diesem Nest? Was soll ich schon groß machen? Ich hänge hier rum wie die anderen Söldner und warte darauf, dass etwas passiert. Du bist Söldner der Orks und hast nichts zu tun? Doch sicher. Entlaufene Sklaven wieder einfangen. Ganz schöne Schinderei, in den dichten Wäldern draußen jemanden wiederzufinden. In den dichten Wäldern also? Du bist nicht wild drauf, die Sklaven wieder einzufangen, oder? Die armen Schweine haben in den Wäldern ohnehin keine große Überlebenschance. Wird die Sklavenjagd hier gut bezahlt? Viel zu gut. Wir Söldner schlagen uns regelrecht darum. Wir lassen sogar absichtlich Sklaven laufen, um später ihr Kopfgeld kassieren zu können. Ihr Söldner lasst Sklaven laufen? Das hast du nicht gehört, klar. Wenn die Orks das spitz kriegen, sind wir dran. Ja, 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 ja. Inok lässt heimlich... Der Name sagt mir noch was. Du bist kein Söldner. Du bist ein Rebell. Verdammt, ich hätte besser die Schnauze halten sollen. Was wirst du nun machen? Das hat uns gerade noch gefehlt. Das weiß ich noch nicht. Schließ dich uns an. Einen Mann wie dich können wir brauchen. Ja, toll. So, jetzt müssen wir uns entscheiden. Rebellen oder Orks? So. Rebellen gehören abgeschlachtet. Schade. Ich hätte mehr von dir erwartet. Na, warte, Bürschchen. Ich will nochmal eine zweite Waffe rausholen. Danke. Der hat eine Bartaxt. Yeah. Oh, daneben. Jetzt muss ich mich nur noch einmal in ihn hineindrehen. Gut gemacht mit der Waffe. Ja, ja, ich hab doch die Waffe schon weggepackt. Ich würde ihn nicht umbringen wollen. Hallo? Lass mich in Ruhe. Ja, 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 ja. Du hättest ihn nicht so einfach niederklümpeln können. Vor allem hat der Kerl nur 40 Erfahrungspunkte gegeben. Ich meine, das war kein Problem für uns, aber 40 Erfahrungspunkte, das ist die Hälfte von dem, was so ein Ork geben würde. Aus Schaden wird nicht. Verschwinde. Oder so viel wie dieser Fährtenleser hier geben würde. Hey, Inok. Komm, ich möchte mit dir reden. Beim nächsten Mal kommst du nicht so glimpflich davon. Wer regiert diese Stadt? Umbrak. Im Krieg war er ein großer Feldherr der Orks. Grompel, der Stadtschamane, ist seine rechte Hand. Umbrak unternimmt nichts, ohne ihn vorher um Rat zu fragen. Das heißt, eigentlich hat Grompel hier das Sagen. Was weißt du über diese Stadt? Silden liegt am Pass zu Nordmar.
Als der Krieg begann, kamen die Orks aus dem Nordosten über die Berge. Deshalb ist Silden auch die erste Stadt, die überrannt und eingenommen wurde. Seit dem Tag hat es hier keine größeren Kämpfe mehr gegeben. Ja, toll. Tja, schade, Enoch. Aber ich finde es persönlich mal cool, mal nicht diesen Weg. Ich bin hier, wir sind hier, keine Ahnung was. König Roba. Meine A-Taste. So, König Roba, Nomaden, Wassermagen, sowas. Das ist so richtig oldschool-mäßig. So alles Gothic 1, Gothic 2, das ist da immer so. Wir sind für die Wassermagier, wir sind immer gegen die Schwarzmagier. Oder wir sind für die Feuermagier, sind aber im Endeffekt doch für die Wassermagier. Sind immer irgendwie für das Gute. Und dachte ich mir einfach mal, komm, treten wir langsam aber sich mal fürs Böse ein. Es sei denn, ihr entscheidet anders. Dass ihr sagt, nee, das ist doch alles dämlich. Komm, wir machen wieder was für Roba und für Vatras, den Wassermagier. Wir helfen den Nomaden in der Wüste. Tja, das ist eure Entscheidung. Nichts zu tun? Normalerweise jage ich oben in den Bergen und häng nicht so unnütz herum. Was jagst du? Eigentlich alles, was auf unseren Ebenen hier lebt. Dazu muss man zuweilen ganz schön schnell und gelenkig sein. Wenn du willst, kann ich es dir beibringen. Dazu müsstest du allerdings mit mir hoch zur Jägerhütte kommen. Tja, das ist kein Problem. Warum bist du hier in der Stadt? Ich habe gerade einige unserer Felle beim Lagerwart abgegeben. Eigentlich wollte ich gerade nach Hause, aber irgendwie kann ich mich nicht aufraffen. Komm, zeig mir deine Jägerhütte. Kein Problem, komm mit. Okay, das ist eine billige Quest mit ein bisschen Ruf. Sofern uns der Kerl nicht unterwegs stirbt, wartet. Der Kerl ist da, gut, der wartet. Ich wollte ja eine Sache vorher noch machen. Ich bin am Überlegen. Das Ding müsste hier irgendwo sein. Es war irgendwo im Sklavenviertel. Ihr wisst natürlich, was ich suche. Ich suche den Teleportstein. Und hier irgendwo in diesem Sklavenabteil ist das Ding. So, das Problem ist, dass dieses Sklavenabteil groß ist. Reden. Sklave aus Corines, bla bla bla. Okay, komm, dann laufen wir eben nochmal mit ihm herum. Machen so die Quests um Montera herum. So, hoffentlich kannst du uns dann auch Ausdauer des Wolfes beibringen. Eine Waldbeere! Jawoll! Ein Herrscherkraut, ja, gut. Kleinigkeiten. Haben wir da ein Viech erlegt? Oh ne, ein Killerhase! Eine Flammenbeere. Maximales Mana plus 2. Das bringt voll nichts, wenn man dazu keinen Trank braut. Ich weiß nicht, ich glaube, durch den Trank müsste man 8 oder 10 Mana dazu kriegen. Oder waren es auch nur wieder 5, was ein bisschen billig gewesen wäre. Oder billig wäre. Ich will dann den Kronstöckel daran. Oh, das ist nur eine Felsnässe. Okay. Schon wieder ein Killerhase. Aber hier ist alles voller dieser Viecher. Sie bemerken uns nicht. Sehr gut. Hey, Pavel. So, hier ist die Jagdhütte. Soll ich dir nun etwas über die Jagd hier in den Ebenen beibringen? Jo. Jawoll! Mach mich zum unermüdlichen Läufer. Atmung ist das Wichtigste. Atmest du falsch, bist du schnell aus der Puste. Atme gleichmäßig und saug die Luft tief in deine Lunge. Dann wirst du immer welche haben, wenn du sie brauchst. Und das Allerwichtigste, gerate niemals in Panik. So, Ausdauer des Wolfes. Bring mir was über die Jagd bei. Toll. Sind wir so gut oder sind die so schlecht? Normalerweise, also Orkjäger kriegen wir irgendwo von den Rebellen beigebracht, aber Meisterbogenschütze müssen wir auch irgendwo lernen können. Wir haben noch 60 Lernpunkte. Steigen auch schon fast wieder eine Stufe auf, also uns wären noch 800 Erfahrungspunkte, um eine Stufe aufzusteigen. Haben 154 Geschick. Wir haben nur noch Resistenz gegen Kälte. Hiervon. Was skillen wir uns eigentlich danach? Ich meine, Stärke haben wir ja genug, abgesehen hier für das. Ja, und eben für die Regeneration, aber ansonsten haben wir genug Stärke. Ich wäre ja für Diebestalent, weil das ein relativ lukratives Geschäft ist. Aber hey, hier du da. Arbeitest du für die Orks? Jeder halbwegs vernünftige Mensch tut das. Sich gegen die Orks aufzulehnen, ist reiner Selbstmord. Vernünftige Einstellung. Ja, das ist es. Auch wenn die Orks jetzt die Preise bestimmen. Die Menschen in Silden zahlten damals wesentlich mehr.
Rick? Ah, da ist es doch. Ja komm, dann wollen wir das mal lernen. Gut so. Nur weiter so. Warte, da haben wir den Ring noch angelegt. Ring, 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 Ring. Maximale Ausdauer. Nee, wir haben alles auf Lebenspunkte und sowas raufgehauen. Gut. Aha. Weiter so. Nur weiter so. Gut so. Gut so. Gut so. Aha. 199. Ja komm, dann speichern wir hier eben mal. Ich will Snapper jagen. Gute Idee. Am besten, ich komme gleich mit. Sag mir, wenn du bereit bist. Dann geht's los. Jo. Lass uns gehen. Geh mit Falk auf Snapperjagd. Wartet. Ich bin noch nicht bereit. Tut mir leid, Falk. So. Regen weg, Dunkelheit weg. Wir können was sehen. Ja, Falk. Entschuldigung, dass du ein bisschen warten musstest. Ich muss noch eben pennen gehen. Ihr seht gerade, Ausdauer des Wolfes da unten. Wenn wir das jetzt machen, kriegen wir kaum noch was abgezogen. Entweder doppelt, ich meine, das ist doppelt, aber es kann auch dreimal so viel sein. Aber oh, zu hoch. So, wir sind jetzt auf jeden Fall noch kein Meisterschütze. Deswegen mache ich eben noch die Jagd nach den Snappern. Weil das uns ein Jagdgeschick gibt. Falk. Das ist Jagen, das ist so mit Pfeil und Bogen und sowas. Hier waren eigentlich immer überall diese Mistviecher. Ja, hier waren eigentlich diese... Du willst mich doch jetzt verarschen, Falk, oder? Da, da, da. Ey, komm. Ganz ehrlich, Falk. Scheinbar. Schade. Naja, egal. Wenn du noch was über die Jagd wissen willst, dann frag mich. So, Jagdgeschick plus eins. Bring mir was über die Jagd bei. Wie werde ich ein Meisterschütze? Der Bogen muss ein Teil von dir werden, dein verlängerter Arm. Finde einen Rhythmus und folge ihm. Wenn dein Verstand, dein Herz und deine Atmung diesem Rhythmus folgt, werden deine Pfeile ihr Ziel von alleine finden. Okay, so, Meisterbogenschütze gelernt, noch 20 Lernpunkte übrig, passt. Ja, ganz ehrlich, du hast dich mit einem Snapper angelegt. Und hier sind 4 Snapper, die draufgegangen sind. Das ist irgendwie nicht so in Relation. Eine einfache Metalltruhe. Abgebrochen. Oh. Na also. Böses Vernichten. Sehr gut, davon brauchen wir ganz, ganz viele. Noch eine alte Metalltruhe. Naja, eine alte Truhe wäre ja schön. Abgebrochen. Ach. Abgebrochen. Du bist ein Held. Ganz ehrlich. Abgebrochen. Yay, du bist wirklich ein persönlicher Held, dass du 3 oder 4 Dietrich in einem einzigen Teil kaputt machst. Gut, da hätten wir noch einen Blitzschlag. Wir könnten hier jetzt weiter jagen gehen. Komm, ich möchte einmal Meisterbogen ausprobieren. Oh ja, wir machen ein bisschen mehr Schaden. Ich sehe nicht. Verdammter Busch da. Ja. Kann nichts anderes als Krieger anzuzählen. Ja, komm, die lassen wir mal leben, die Hirsche. Ich meine, wir haben genug Fleisch und Fell und sowas. Bison. Wo ein Bison sind eigentlich noch 2000 andere, aber... Das Ding scheint allein zu sein. Ja, so kommen die Leute. Oh, das ist so schön, das muss ich einfach machen. Tut mir leid. Wir werden sicherlich hier sterben, weil wir kommen... Ja, komm, ich nehme einfach mal einen Heiltrank. Kommt her, meine Freunde! Wuhu! Da! Da!
Autsch. Mann. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich hab's irgendwie nicht mehr drauf. Sonst konnte man sich einmal in die Viecher reindrehen und zack, 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 waren die alle down. Vielleicht brauchen wir dafür auch ein bisschen mehr Stärke und sowas. Aber an sich müsste das gehen. Ja komm, das versuchen wir nochmal. Ich meine, so eine ganze Bisonherde sind, ich weiß nicht, wie viele 100 Erfahrungen sind. Jetzt laufen sie auf einmal in die andere Richtung. Ihr wollt mich doch irgendwie verarschen, oder? So, komm. Wir müssen nur richtig laufen und auf die ganzen Viecher aufpassen. Ich weiß nicht, was uns da gerade eben getroffen hat. Das meine ich. Das ist einfach so richtig gut da an den Viechern. Ich sehe nichts. Das ist ein sehr schlechter Zeitpunkt zum Laggen. Komm. Du musst nicht immer nur Welt neu laden. Das kann man auch mal sein lassen. Oh, das Bison von ganz zu Anfang hat immer noch überlebt. Oh, jetzt nicht mehr. Es war das vorletzte Bison, was draufgegangen ist. Greift ihr mich jetzt auch noch an? Nö. Gut. Ein paar hundert Erfahrungspunkte für uns. Und viele Sachen. Ach komm, auf zu Runde 2, würde ich mal sagen. Ich meine, 160 Erfahrung pro Bison ist eigentlich super. Oh. Autsch. Okay, wir haben kaum noch Lebenspunkte. Da sollten wir wirklich aufpassen. Aber ihr seht, mit einem Gegner ist das wesentlich schwieriger. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. I'm kidding. So. Hier kommen noch mehr Bies. Alter, wir können hier so viel Erfahrung abstauben. Wuhu! Na okay, jetzt sind wir erstmal wieder hier da. Der hat uns schon was beigebracht. Du hast uns schon was beigebracht. Hey, du da. Ich könnte eure Fälle nach Silden bringen. Das wäre eine gute Sache. Hier stehen 8 Kisten mit abreisefertig verpackten Fällen. Zeig mir deine Ware. Okay. Könntest einen Armeebogen tragen. Oder einen Kampfbogen. Aber ich glaube, der Armeebogen ist besser, weil er weniger kostet. Oder wir sind ganz cool und kaufen uns jetzt mal gar nichts und sparen. Kiste mit Fellen. Also gut, 8 Felle, die. Also 8 Kisten, die wir mitnehmen müssen. 2. Ein Killerhase. 3. 4. 5. Hm, 6. Ah, da sind 7. Nummer 8. Jetzt müssten wir eigentlich nur noch irgendwann mal Orkjäger lernen. Ja, schlafen gehen wird überbewertet. Ich meine, wenn wir gegen Viecher ankämpfen, können wir auch einfach unseren Bogen benutzen. Und im Nahkampf sind wir eigentlich sehr gut dran. Oh Gott, Nashorn. So viel zu, wir können auch unseren Bogen nutzen. Ihr seid wäre auch nur ein Bison. Uah, das ist sogar schneller als ich. Gott. Ich weiß, warum die Musik nicht da ist. Hier ist alles voller Hasen. Hier, schaut euch diesen Hasen an. Er tut nur so, als ob er klein, unschuldig und niedlich wäre. In Wirklichkeit ist es eine Killermaschine. Hier, frisst den hier. Oh, ich müsste seinen Horn getroffen haben, oder? Zweite Pfeil. Ja, ganz knapp am Horn vorbei. Das ist durchs zweite Horn. Oh, Kyla, noch ein Nashorn. Aber egal, das ist der schnellste Weg zurück. Und vor allem der lukrativste. Hehe.
Feuerpfeile. Sprengpfeile wären natürlich besser, weil die mehr Schaden verursachen. Aber wir nutzen eh nur normale Pfeile. Wo zum Teufel haben wir jetzt schon wieder 13 Pfeile verschossen? Also einen weiß ich, aber... Ach ja, wir brauchen immer zwei Pfeile pro Schuss und wir haben gegen die Ripper und so. Ja, ja, gut. Ich weiß es wieder. Ja, es kommt es leider zu oft. Wie läuft's? Das Bewachen der Gefangenen ist entwürdigend gut. Ich würde lieber wieder in den Krieg ziehen, aber ich muss es bekämpfen. Das hat doch gerade nicht zu bewachen. Was machen die Menschen im Gefangenenlager? Moras machen Brennholz, das von hier aus in alle angrenzenden Städte des Mittelreichs transportiert wird. Würdest du lieber woanders Wache schieben? Selbstverständlich. Am liebsten in der Stadt. Die Stadtmauern zu bewachen ist ehrenvoller als diese Arbeit hier. Kann ich helfen? Das ganze Brennholz vom Gefangenenlager muss in die Mühle zu Gyves gebracht werden. Okay. Auch wenn wir keine Quest gekriegt haben, machen wir... Oh doch, die haben wir wahrscheinlich von dem Kerl schon gekriegt. Von dem Gyves. Opulenter Sklave. Hallo Will. Besser, du gehst weiter, sonst kriegen wir noch Ärger. Lars? Wer bist du? Mein Name ist Lars. Ich war einst ein stolzer Krieger aus den hohen Landen von Nordmar. Doch heute vergammle ich hier im Gefangenenlager. Du hast im Krieg gekämpft? Ja, ich war damals der Stärkste meines Stammes. Was war denn bei dir, der Hammerclan? Kannst du mich auch stärker machen? Ja, wenn ich endlich machen könnte, warum ich eigentlich ins Mittelland gekommen bin. Aber dazu müsste ich erstmal frei sein. Warum sitzt du hier im Knast? Ich habe den Arenameister Barak bestohlen. Auf Diebstahl stehen die Jungs überhaupt nicht. Ja, ich weiß. Wie kann ich dir helfen? Mir ist nicht zu helfen. Es sei denn, du hättest viel Gold. Ich bin etwa 300 Goldmünzen schwer. Du müsstest mich bei Zapotec, dem Lagerherrn, freikaufen. Verstehe. Ah, das ist ja kein Problem. Also das, 300 Goldmünzen, das ist ja... Kleinkram. Ich dachte, wäre es auch wieder 10.000 oder sowas. 300? Sag mal, wie stellst du dich da eigentlich an? Ich meine, wir müssen 50.000 für so einen anderen... Boss bezahlen, der es nicht auf der Reihe gekriegt hat, sein Geld zusammenzuhalten. Was darf der Händler? Erstmal Pause machen. Ja, du machst sowieso immer Pause. Gesklavter Soldat, abgehärteter Krieger. Bla 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 bla. Zapotec, Jarek. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Dieses Lager sieht gar nicht aus wie ein Knast. Lass dich von den offenen Palisaden nicht täuschen, Bruder. Die Orks beobachten jeden Schritt der Menschen hier. Ja, er steht doch direkt hinter dir. Warum flieht ihr nicht? Wohin denn? Die einzige Chance, den Ork-Patrouillen zu entgehen, ist der Norden. Doch in den Wäldern da oben ist es wegen der wilden Tiere viel zu gefährlich. Du lässt dich lieber versklaven, als ein Risiko einzugehen? Unsinn, ich sage nur, dass die Flucht uns nicht weiterbringt. Einige sind schon abgehauen. Sind aber nicht weit gekommen. Wir müssen die Orks bekämpfen, Bruder. Brauchen deine Jungs hier noch irgendwas? Seit einige Sklaven geflohen sind, sind die Orks verärgert. Also hungern sie uns aus, um uns dafür zu bestrafen. Ja, ich hab alles. Was willst du haben? Rohes Fleisch, gebratenes Fleisch, Eintopf, Wurzeln, keine Ahnung was. Ich besorge was zum Essen. Gut, am besten du gehst in die Stadt zu Gambal, dem Koch. Er versorgt die Orks mit gebratenem Fleisch. Sag ihm, wir verhungern. Was für eine Stadt? Wir haben hier keine Stadt, hier ist ein Kackdorf. Ich habe gebratenes Fleisch für euch. Dank dir. Jetzt müssen wir nicht verhungern. Ich habe hier ein paar Tränke für dich, Bruder. Danke. Ja, warum hast du die nicht gesoffen? Ganz ehrlich. Warum bist du hier? Ich habe versucht, einen Feuerkelch aus der Truhe eines Orks zu stehlen. Bin natürlich dabei erwischt worden. Also halten Sie mich hier gefangen. Erzähl mir mehr über den Feuerkelch. Ich weiß nicht so viel darüber. Ich bin doch kein Feuermagier. Die Orks haben mir den Kelch abgenommen und Zapotec hatte ihn dann in Verwahrung. Ich habe keine Ahnung, ob er immer noch in Zapotecs Hütte steht. Das werden wir gleich rausfinden. Ich will die Orks bekämpfen. Dann hör mir gut zu. Ich weiß, dass die Orks größere Bestände an Waffen im Haupthaus lagern. Wir brauchen mindestens 5 Waffenbündel. Die haben wir rein theoretisch.
Sabotek, bevor ich mit dir rede, will ich dich erst beklauen. Eine große Truhe, da ist der Feuerkelch. Okay. Die große Truhe müssten wir eigentlich auch plündern. Hier steht nichts Neues. Oh. Hier ist noch ein bisschen Brennholz und noch ein bisschen Brennholz. Auf den Feuerkelch müssen wir achten. Die müssen wir alle sammeln. Ob wir sie fürs Gute oder fürs Böse benutzen, sei dahingestellt. Aber wir müssen sie sammeln. Was willst du? Siehst du nicht, dass du störst? Was für ein Lager ist das hier? Idiot! Das siehst du doch. Es ist ein Gefangenenlager. Hier kommt ein Morra wie du hin, wenn er uns Ärger macht. Wie laufen die Geschäfte? Schlecht. Ihr Morras seid nicht einsichtig. Aufsässig seid ihr. Statt für mich zu arbeiten, lasst ihr euch von wilden Tieren zerfleischen. Ja, ist mir egal. Da hinten. Jetzt stirbst du! Noch darf man die Lage hier nicht beeinflussen. Außerdem ist es ein lukrativer Nebenverdienst. Mach schon! Niemand stellt sich mir in den Weg! Ja, das war doch mal eine entscheidende Ablenkung. Da hätten wir super den Feuerkelch stehlen können. Das Einzige, was mich nur wundert, ist erstens, dass wir getroffen wurden, und zweitens, dass der Kerl hier so ein bisschen angepisst ist. Aber es kann auch sein, dass er aus Okara kommt. Da weiß ich übrigens jetzt auch endlich mal wieder, wo der Feuerkelch ist, und glaubt mir, das ist so billig. Das war klar, dass ich den immer sehe. Wer ist hier der Boss? Ich bin hier der Boss. Du bist also der Herr dieser Stadt. Nein, natürlich nicht. Umbrak ist der Anführer dieser schmierigen kleinen Siedlung. Genau, das ist es. Das ist er nicht mehr lange. Ich schätze, du wärst gern an Umbraks Stelle. Umbrak ist verweichlicht. Die Morras in der Stadt haben viel zu viel Freiheit. Umbrak ist scheinbar sehr beliebt. Beliebt? Jeder Ork und jeder Morra in diesem Nest hat Angst vor ihm. Ich glaube, die Geschichten über seine Heldentaten. Ich würde ihn herausfordern, wenn ich könnte. Ach ja? Was hindert dich daran, Umbrak herauszufordern? Dieser elende Schamane Grompel. Umbrak unternimmt nichts, ohne ihn um Rat zu bitten. Man könnte fast sagen, dass Grompel der eigentliche Herr der Stadt ist. Ich möchte ihn eigentlich ja nicht töten. Die meisten Sklaven arbeiten doch. Ja, aber auch nur, weil ich sie dazu treibe. Deine Sklaven werden von Tieren zerfleischt? Richtig. Die Idioten fliehen in die Berge und werden dort von Wölfen gefressen. Sklaven fliehen aus deinem Lager. Ja, zum Henker. Ich werde dem Kerl das Fell abziehen, der sie freigelassen hat. Ich werde dir deine Sklaven zurückbringen. Nein, das wirst du nicht. Töte sie. Alle fünf. Nur so werden die anderen Sklaven wieder gefügig. Okay. Ich könnte Grompel für dich töten. Das will ich sehen. Ich sehe, dass es dir ernst damit ist. Nun gut. Ich würde dir einen Batzen Gold geben. Wenn es dir gelingt. Schauen wir mal, für wen wir uns entscheiden. Die Stadt wird stark geschwächt, wenn der Schamane Grompel fällt. Die miesen Rebellen sollen ruhig kommen. Ich habe keine Angst vor ihnen. Tja. Ich will den Nordmann Lars freikaufen. Na gut. Der Nordmann gehört dir. Es wäre ohnehin besser, wenn er hier verschwindet. Er hat bisher nur Ärger gemacht hier im Lager. Na dann ist ja gut. Ich möchte mich eben kurz schlafen legen. Erstens, weil wir wenig Lebenspunkte haben. Zweitens, weil es schon wieder regnet. Oh, endlich.
kaum, dass man hierher kommt, Regen. Egal was passiert, Regen. Und immer, ja, ist alles okay, Regen.